Jo, liebe Freunde, hier bin ich wieder zurück. Und zwar, jetzt anstatt Tag 3. Jetzt hab ich gerade 2 gezeigt. Wurscht. Ich bin gerade ja im Zug nach Wien. Bin ein bisschen fertig noch von gestern. Schau auch fertig aus, aber egal. Jo, so Leute, ich bin endlich in Wien angekommen. Habe immer noch keine Stimme. Aber egal, ich bin richtig gespannt, wie das heute wird. Jetzt denke ich mir, ich gehe ein bisschen shoppen, ein bisschen rüber hier zum Mall. Genau, alles klar. Und ja, ich will vielleicht kurz noch sagen, wie es gestern war. Ich glaube, das Wichtigste habe ich eh schon gestern gesagt, bevor ich schlafen gegangen bin. Es war ein richtig geiles Event. Mike, wenn du das gerade siehst, Hut ab. Richtig geiles Event. Es ist richtig... Oh, es ist schon grün. Muss ich mal über die Ampel gehen. Oh, oh, wie das überfahren wäre. Jo, ich warte jetzt noch auf Steffi. Ich glaube, die holt mich ab. Und ja, und dann geht's mit dem Training los. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Oder ob ich jetzt eine Choreo machen soll oder irgendwas. Das ist immer so eine Sache. So viel haben wir gar nicht geredet, aber ich glaube, das wird ganz chillig. Heute den ganzen Tag, aber trotzdem Training, dass wir gescheit reinhauen für die Meisterschaften. Und ja, was soll ich jetzt noch sagen? Sonst ist eigentlich alles klar. They told me I couldn't go do it. Music losing, move it to the true shit. Hip hop, it's not cruising the new shit. Need changing, I hope that I can do this. Rooms open, hoping I can root this. Doors open, close it, let's do this. We're the same, we the best friends are still calling me foolish. Yo, ich bin jetzt dann hier in Wien, in mein Hotel. Und zwar, wir sind mit dem Training schon fertig. Wir haben nicht so viel Zeit gehabt. Ich bin ja jetzt dann öfters in Wien. In 2 Wochen bin ich wieder hier. Da werde ich auch nachher mehr zeigen, was hier abgeht. Alles klar, wollt ihr das Hotelzimmer sehen? Ich zeig's euch mal, okay? Yo, Leute! So, das war mein erster Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Weekend war auch richtig geil. Vor allem das Fotoshooting, das war mein Highlight. Ich würde mich auf Abos freuen, auf Daumen hoch und viele, viele Kommentare. Schreibt mir einfach, was ihr wissen wollt. Hat euch das Video gefallen? Wollt ihr mehr davon sehen? Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's, euer Chris Cross. Bis dann. Ciao.